Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und yep, wir machen heute weiter mit Folge Nummer 3 von Ex on the Beach. Und ich sag mal so, ich bin langsam drin. That's what she said. Aber Folge 1 fand ich ja nicht so super spektakulär, aber in Folge 2 habe ich mich schon echt totgelacht und ich glaube, das wird doch eine gute Staffel. Es ist halt absolutes No-Brainer Entertainment. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt rein und wir fangen da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, und zwar mit Mr. Hollywood. Der steht immer so da. Und er wartet hier auf seine Ex-Freundin Nele. Und das Ding ist, er freut sich auf sie. Sie? I doubt it. Hallo. Was für eine herzliche Begrüßung. Wie geht's? Nele. Und Markus from LA ist auch da. Was ist los mit dir? Warum bist du so angepisst? Ich bin nicht angepisst. Aber ich fühle mich geehrt. Nein. Als ob sich so ein Weltstar noch mit mir abgeben würde. Und Markus so. Fühle ich. Ich verstehe, was sie meint. Und ja, sie ist offensichtlich sehr, sehr krass angepieselt. Sie wollte ihm gar nicht Hallo sagen. Und ja, was da auch immer passiert ist, Markus hat es nie mitbekommen. Wundert mich jetzt nicht zu 100%, aber Markus hat gedacht so, hä? Ich glaube, das schreit hier nach einem Comeback. Aber dabei schreit das alles irgendwie nach Fake it till you make it. Ich wollte mal fragen, was würdest du denn denken, warum bei uns Schluss ist? Ich habe dich geliebt, du hast dich auch geliebt. So, das hatten wir gemeinsam. Ansichtssache, was redest du? Ich habe dich geliebt, du hast dich auch geliebt. Und ja, also all das, was wir uns schon immer gedacht haben, der Junge ist halt ein bisschen ist gut. Selbstverliebt, der braucht länger im Bad als Sina und Co. Sie hat halt ein übertrieben falsches Bild von mir. Ja, es du, gab auch es Sachen, war nicht kacke, dass du weggegangen bist. Es war schön für dich. Das war schön. Echt? Du warst weg und es war, als wäre ich aus dem Knast entlassen worden. Wow. Wenn man ständig unterdrückt wird, wenn man ständig irgendwie Sachen verboten bekommt, wenn man ständig belabert wird, mach dies nicht, mach das nicht. Es steckt nicht so viel Glamour hinter Markus, wie man vielleicht dachte. Und überhaupt nicht, wenn das ansatzweise so stimmt, ist das so voll der toxische Dude, der ihr gesagt hat, das und das darfst du nicht anziehen, das und das darfst du nicht machen, hör auf mich. Und das geht natürlich gar nicht. Aber die Frage ist natürlich, ob sich hier auch die Wahrheit spricht. Es war schon brutal mit anzusehen. Markus hat sich auf sie eigentlich gefreut gehabt und hat damit, glaube ich, gar nicht gerechnet. Auf gar keinen Fall, aber wie auch, der ist so selbstverliebt, dass der nicht glauben kann, dass irgendeine Person irgendwas ansatzweise Negatives von ihm halten kann. Wie? Die kommt nicht zurück, um mich zu holen. Was ist da denn los? Gegenteiltag schon wieder. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich kann deine Art einfach nicht leiden. Okay. Ich verstehe das. Und wenn du eh sauer auf jemanden bist und dann sitzt er da vor dir und sagt, okay, ich verstehe das. Und dann nimmt er wieder seinen Finger und wirbelt durch seine Löckchen. Die ist am Ausrasten. Auch dieses Überhebliche schon wieder. Was sind denn Überhebliche? Ich verstehe das. Was überhaupt? Was? Du bist nicht Tupac. Auch wenn du das denkst. Ja, das geht dabei. Alles klar. Ah, und ich feiere die Produktion dafür. Und da sieht man auch, dass die Produktion das alles hier nicht so ernst nimmt. Dieser Check war schon sehr, sehr geil. Und ja, sie disst ihn jetzt für alles, geht auf die Optik hier und da. Und sie will ihn, glaube ich, so ein bisschen runterbringen auf den Boden der Tatsachen. Wird dir das gelingen? Weiß ich nicht. Der schwebt noch sehr, sehr weit oben und ist schwer zu treffen. Bababam. Wenn ich alleine das Haus verlasse, dann heißt es irgendwie, oh, zieh dir mal was an, oh, und so ein und Nele, red kein Aber wenn du mit deinen Freunden dabei warst, dann wird mir das Oberteil runtergezogen von wegen, guck mal hier, was meine Freundin für geile und ich hab sie nicht mal bezahlt, dein absoluter Lieblingsspruch. Das Roasting wird jetzt sehr, sehr bitter für Markus. Also wir stellen uns nochmal vor, er ist mit Freunden unterwegs, dann reißt er das Oberteil runter und sagt, schau mal, was für geil, hab ich noch nicht mal bezahlt. Glauben wir das? Weiß ich nicht. Macht man das eigentlich nicht? Was ist denn los mit ihm, wenn es stimmt? Vielleicht zu viel Deutschrap gehört. Schatzi, sei mal kein Zicke. Hast du das nicht gesagt? Keine Ahnung. Was? Das heißt Terror-Tablet. Keine Ahnung bedeutet, er hat es gesagt. Aber das Terror-Tablet hat jetzt auch ein bisschen Angst um Markus und versucht, das Ganze hier zu unterbrechen. Oder sie lieben es halt sehr, sehr stark, denn sie schicken die beiden nochmal auf ein kleines Einzeldate, damit vielleicht hier und da noch so ein paar Sachen ausgeräumt werden. Erzählt mal!
Markus hat sich doch die ganze Zeit diese Nele gewünscht, mit der ja so gut ist. Ja. Er steht extra auf, sie sagt nicht mal Hallo. Sie hat bestimmt 10 Minuten lang nur geschossen. Und Markus sieht mittlerweile aus wie ein Schweizer Käse. Ratatatata. Und die Nele lässt auch nicht locker. Markus hat es immer wieder so ein bisschen versucht, so ey, ich habe mich eigentlich auf dich gefreut und dies und das. Und Nele benutzt seine Sätze, um wieder was Negatives zu sagen. Also da merkt man schon, dass sie sehr hart verletzt ist. Und auch wenn sie es vielleicht jetzt so abtut, nein, Beste, was mir passieren kann, ja, das hat sie schon sehr getroffen. Könnte man jetzt annehmen. Du hast nur dich geliebt, du hast mich gar nicht geliebt, du warst ja an erster Stelle. Und Sina grübelt so, vielleicht ist Markus doch kein schlechter Fang. Der ist so ein bisschen wie ich. Ich kann das voll nachvollziehen. Egal, wir schauen auf das Date und Jürgen hat sich was ganz Besonderes für die zwei ausgedacht. Und zwar werden jetzt hier nochmal die schauspielerischen Fähigkeiten von Markus abgefragt, aber auch von Nele. Vorhang auf. Und mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn Markus zu dieser Pappe hingegangen wäre und versucht hätte, den Vorhang noch weiter aufzuziehen. Aber nein! Man stellt Szenen aus eurem gemeinsamen Alltag nach. Mr. Germany, ja? Ja, ja, deswegen walk ich erstmal. Pass auf, warte. Die Entenfüße. Dann den Buckel. Machst du den Markus. Und von wegen Markus, das ist Conor McGregor, den Nele hier nachmacht. Und ja, wusstet ihr, scheinbar ist es so, dass Markus Mr. Germany war? Oder sowas ähnliches? Oder hat das jetzt gar keinen Zusammenhang? Ich bin ein bisschen verblüfft. Aber egal, das war der Part von Nele und jetzt kommt etwas, puh, jetzt müssen wir uns wirklich alle mal sammeln. Und ich glaube, danach können wir nicht mehr Markus irgendwie vorwerfen, oh, fake it till you make it, denn die schauspielerischen Fähigkeiten, die er jetzt hier an den Tag legt, um Nele nachzumachen, wie sie im Alltag mit ihm umgegangen ist. Und immer machst du mich fertig, immer butterst du mich so runter. Immer bist du in Partys und so weiter. Boah, du bist echt so schlimm. Die Nele liebt es gar nicht, wenn sie dann einmal ein Bad putzen muss. Eher so medium gut. Whatever. Immer butterst du mich so runter und dann sagst du mir, was ich anziehen soll. Das finde ich gar nicht gut, obwohl ich dich immer frage. Und ja, du bist immer in Partys zu sehen und nicht bei Partys. Und ja, ich finde das nicht gut. Also ich sag mal, Skills sind nicht vorhanden. Aber wenn wir jetzt hier von Skills sprechen wollen, da gibt es ja Chris und Ellie, beziehungsweise Ellie und Chris. Und ja, da haben wir in der letzten Folge schon feststellen können, da funkt's gewaltig. Bussichen. Also wir sind schon flirty miteinander. Das Ding ist, ich bin mir ein bisschen unsicher bei ihm. Echt so? Weil man glaubt, dass wenn Steffi kommt, dass er dann umschwingt? Er sagt ja nein. Zumindest hat er nicht gesagt tot. Das ist tot, wie beim letzten Mal. Sie hat gesagt, mit El Papi ist tot, aber er hat so gesagt, mitteltot. Er weiß noch nicht, was so passieren wird, wenn Steffi kommt. Und das zeigt ja schon, dass da eventuell noch was entstehen kann. Normalerweise haten die so ein bisschen rum. Chris ist nicht so der Hater, der sagt, schauen wir mal. Dann gibt's das, was ich von dir will. Ne, man weiß ja nie, wenn man jemanden wieder sieht. Ich bin halt eher so gespannt, weil auch wenn es Drama gibt. Ha. Geil. Und wir alle lieben Drama. Und ja, ein weiteres Drama entsteht gerade mitten auf dem Dancefloor. Und zwar Ryan und Sina tanzen sehr, sehr eng umschlungen miteinander, so wie Josh zu seiner besten Zeit. Und das wird begutachtet von El Papi. Zuerst hält er irgendwie so eine 5 hoch, hat zu viel Let's Dance gesehen, aber danach gefällt ihm das gar nicht, denn er hat ja schon Interesse an Sina. Natürlich stört mich das schon so ein bisschen, dass sie noch so ein Auge auf Ryan geworfen hat. Ja, ich beobachte euch schon ein bisschen. Hat dich das jetzt gestört oder was? Das heißt gestört halt so. Keine Ahnung, muss sie wissen, ob sie da so fair ist an mir gegenüber. Und El Papi hat sowas gar nicht nötig. Der kennt das schon und der weiß anscheinend, wie er mit dir umgehen muss. Okay, wenn sie so Attacke macht bei einem anderen Kerl, macht er halt auch Attacke bei einer anderen Frau. Mal gucken, wie Sina dann die eigene Medizin schmecken wird. Schau mal, wir haben jetzt auch nur miteinander getanzt, gell? Nein, nein, aber wir sind noch... Wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand malen? Also ich werde jetzt hier nicht in der Ecke sitzen oder im Bett liegen alleine, während Sina sich da oben vergnügt mit dem Ryan. Ganz im Gegenteil, also. Und von was redet der? Vergnügen? Verschwendeter Bodycount. Ryan kann einfach Sina nicht befriedigen. Aber El Papis Kopf ist gefüllt mit mafiösen Gedankengut, denn er hat schon einen Plan ausgeheckt und der wird Sina tatsächlich nicht schmecken. Weil er hat ja mit dir, wollte nicht kuscheln. Kuscheln wir dann heute? Ja. Holst du mir die Sterne vom Himmel? Die Sterne vom Himmel, wenn du mir was anderes runterholst. Und die Taktik wird wahrscheinlich gut aufgehen. Naja, zurück zu Markus und Nele. Und ich sag mal so, sie drescht immer weiter auf ihn ein. Der wehrt sich kaum. Er sagt, glaube ich, einmal so einen kleinen Konterspruch, dass sie eventuell zu viel Blondierungsmittel genommen hat. Aber sie hat den vorher komplett in den Boden gestampft. Das war das letzte Aufatmen. Und jetzt probiert es Markus nochmal mit seiner Taktik. Hey, Nele, ich habe mich eigentlich gefreut. Was denkst du, warum ich jetzt hier bin, ha? Sag's mir.
weil ich dich einfach nie vergessen habe. Du erzählst mir, ich hab dich nie vergessen. Legst dich dahin. Ja. Machst mich so nah. I protest that. Das war das Spiel von Jürgen. Das kann sie ihm jetzt ja nicht vorwerfen, während sie vorher 500 Sachen gegen ihn gesagt hat. Du vermisst mich also und jetzt machst du mich nach Aufforderung der Produktion irgendwie so blöd nach. Was ist denn los mit dir? Ja, und einfach das respektvoll miteinander diskutieren. Nur weil ich mache, worauf ich Lust habe, weil ich mir Zöpfchen in die Haare mache oder weil ich Ringe trage oder weil ich meinen Pelzmantel auf dem Festival getragen habe. Du siehst aus wie ein Clown. Ich sag's dir, wie es ist. Und wenn du das meinst, dann ist das deine Meinung. Dann kann ich das nicht ändern. Dann magst du mich halt einfach nicht. So schaut's aus und sie mag ihn halt schon sehr, sehr gerne. Aber sie versucht jetzt all das, was irgendwie an der Oberfläche liegt, gegen ihn zu benutzen. Auch das Aussehen, dass der da so viel Wert drauf legt. Früher fand sie das anscheinend ganz gut. Ich glaube nicht, dass der sich geändert hat. Ich glaube, der war schon tatsächlich immer so ein bisschen extrovertiert und jetzt hat sie einfach voll den Hasskick und hasst alles, was er macht, was sie früher vielleicht gut fand. Vielleicht findet sie es jetzt auch mittlerweile kacke. I don't know. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich dachte, hoffte mir eigentlich eher Richtung Comeback. Ich weiß jetzt, das wird es nicht geben. Ich habe dich über alles geliebt. Ich dich auch, ja. Und dann bist du gegangen. Dann, aber das wusstest du, weil bevor wir zusammengekommen Los Angeles. Sind. Hier, ciao. Ja. Wait a minute. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den es jetzt zu diskutieren gilt. Also, das heißt, Markus hatte schon von vornherein die Idee, nach L.A. zu ziehen. Hatte also alles schon vorbereitet, hat sie dann kennengelernt. Dann waren die zusammen und dann ist er nach L.A. gegangen und daran ist dann die Beziehung gescheitert. Ja, okay, sie wusste also, auf was sie sich einlässt. Er hätte auch alles abbrechen können, aber wenn das ein großer Traum ist, dann hat er es halt durchgezogen und an sich gedacht. Weiß ich nicht, finde ich so ein bisschen schwierig. Kommt auf verschiedene Faktoren drauf an. Und ja, L.A. ist natürlich nicht um die Ecke, aber wenn man jetzt wirklich daran geglaubt hätte, hätte sie auch nachkommen können. Er hätte es natürlich auch lassen können und einfach da bleiben können. Wäre dann vielleicht unhappy, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schwierig. Es ist also nicht so, wie ich das am Anfang gedacht habe, dass der irgendwie eines Morgens aufgestanden ist und gesagt hat, jo, ich ziehe jetzt nach L.A. Ciao Nele, mach's gut. Das ist meine amerikanische Nummer, kannst ja gern mal anrufen. Ich sag dir ehrlich, er hat nur gut über dich geredet, er hat sich unnormal gefreut. Er hat gesagt, also, ja, ich warte auf Nele genau. Und ich möchte auch mit keiner hier was starten. Also das ist echt eine krasse Fehleinschätzung von Markus gewesen. Das, was da gerade kam. Hast du nicht mit gerechnet? Nee. Und das war auch ein bisschen unvorhersehbar. Ja, dass der sich jetzt so gefreut hat. Wie gesagt, ich glaube, das hat viel mit seinem Problem der Selbstliebe zu tun. Der kann halt einfach nicht glauben, dass jemand irgendwie was Komisches von ihm denken würde. Und ja, anscheinend hatten die dann aber auch gar keinen Kontakt mehr. Sonst hätte man da ja so ein bisschen das Gespür dafür. Okay, jetzt sagt ihr, wenn man keinen Kontakt mehr hatte, alles geghostet wird, dann hat man auch ein Gespür dafür. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Es war auf jeden Fall brain dead. Was hat das mit deinem Band auf sich? Ach so, ja, ich war ja Markus. Spotlight. Und Ryan rattert. Es rattert mal wieder. Er versucht jetzt irgendwie alles durchzugehen, was er mit einem Gürtel verbindet. Und dann kommt er auf die Lösung. Ah, Markus hat Karate gemacht. Welchen Rang hat dieser deutschfarbene Gürtel? Kurz Titelträger. Aber war der mal Mr. Germany oder Markus ist Mr. West Germany. Ehrlich? Das hat er uns nicht erzählt. Das hat er noch nicht erzählt. Und ich liebe einfach Ryan und man sieht, wie begeistert er ist. Und er denkt sich, hä? Markus Mr. Germany? Dann kann ich das vielleicht auch. Vielleicht sind meine Chancen gar nicht so schlecht. Und ja, interessant muss man hier tatsächlich sagen, dass er das noch nicht gesagt hat. Klar, der gibt mit allem an, mit was er so angeben kann. Da geht es vor allem um, ich wohne in L.A. Aber dass er hier die Misswahl oder die Misterwahl abgeräumt hat, not bad. Okay, aber warum hast du dir das dann so gefallen lassen? Weil du ihn sehr gemocht hast, so? Was? Das war einfach komplett toxisch. Ich war einfach... Man nimmt das da in emotionale Abhängigkeit. Du nimmst das gar nicht wahr. Und ich muss leider lachen, weil ich diese Fragen von Chris einfach liebe. Das kommt so ein bisschen deppert rüber, aber trotzdem analytisch komplett auf den Punkt. Aber warum hast du das so machen lassen? Das ist so ein bisschen wie dich, Hausmeister Krause. Doch, Tom Gerhard Ballermann 6, aber liebe ich, feiere ich auf jeden Fall. Und ja, das, was sie jetzt gesagt hat, um wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen, diese emotionale Abhängigkeit, ein Begriff, den man immer wieder hört und da wird schon was Wahres dran sein. Wahrscheinlich. Sobald er weg war, dann realisierst du das alles. So, habe ich gedacht, ja. Alter, was hast du mit dir machen lassen? Hast du sie unterdrückt? Gar nicht, Alter. Ich schwör's dir. Nicht so richtig. Bisschen Abu-Chaka-mäßig, aber eigentlich nicht wirklich. Weiß ich jetzt nicht. Steht Aussage gegen Aussage. Kann ich mir Markus vorstellen, so als den Unterdrücker? Finde ich schwierig einzuschätzen, dass der da so mit markanter, harter Stimme ihr gegenübersteht und sagt, du ziehst das nicht an. Ich hab dir das rausgelegt. So gehst du nicht raus. Du machst das, was ich jetzt sage. Und Unterdrückung kann natürlich auch leise sein.
du gehst nicht. Vielleicht so. Oder sie hat es halt auch schlimmer wahrgenommen. Ja, war schon hart jetzt, Mann. Hat schon echt viel getan. Ich würde sagen, probiert es zu überspielen. Aber ich glaube, die müssten sich halt nochmal ausreden. Also nicht heute, vielleicht morgen. Morgen und nicht heute, sagen nur die faulen Leute. Aber wer auch immer das ist, ich glaube, Fabian heißt er. Fabian hat auf jeden Fall recht. Das war der Schmolli, der immer noch nicht verstehen kann, wie Ellie einfach auf Chris steht. Auf jeden Fall hat er schon recht. Das, was jetzt hier passiert ist, diese erste emotionale Explosion am Strand, können wir jetzt abhaken. Aber wenn die jetzt nochmal runterkommen, eine Nacht darüber schlafen, ich glaube, am nächsten Tag sieht schon alles besser aus. So was Verletzendes und so böse Sachen hat echt noch nie jemand zu mir gesagt. Nein. Oh no. Mein Herz. On the Beach schließt man mit Altem ab oder lässt sich auf was Neues ein. Jemand fliegt. Wait a minute, was ist das? Folge Nummer 3 und es kommt hier plötzlich wie Kai aus der Kiste. Ich weiß gar nicht, was los ist, aber jemand fliegt und ich sag mal so, entweder ist das hier ein Spaß, ein kleiner Prank von Jürgen oder es wird hier Nägel mit Köpfen gemacht. Und dann rollen hier ein paar. Und ich rede nicht von den Nägeln. Das Bälleparadies verlassen muss Ryan. Was? Digga, was? Was? Ryan? Ryan ist der Träger gerade dieser Staffel, meiner Meinung nach. Folge 2, ich habe mich köstlich, königlich amüsiert. Das muss hier ein Spaß sein. Irgendwie geht er wahrscheinlich raus und trifft dann auf Ex Nummer 4, oder? Das kam jetzt komplett unerwartet. Aber wie es scheint, hat unser süßer Hundewelpe ja zu Hause noch ein Frauchen, das ihm ordentlich die Ohren krault. Oha, oha, das heißt, die Produktion hat herausgefunden, dass Ryan in einer Beziehung ist und deswegen ist er nicht berechtigt, hier dran teilzunehmen. Deswegen schmeißen sie ihn sofort raus. Ja, ist eine mutige Entscheidung, weil jetzt ernsthaft, ich dachte, mit Ryan habe ich hier die Möglichkeit, sehr, sehr viele und sehr, sehr gute Jokes zu machen und der könnte schon das ein oder andere Highlight tragen. Vielleicht nicht über so viele Folgen, aber vielleicht über ein paar. Ja, aber jetzt ist er schon draußen. Finde ich, Real Talk, finde ich ein bisschen schade. Und ob der jetzt eine Freundin hat oder nicht, ich meine, das ist Trash-TV. Die haben alle irgendwie Dreck am Stecken und versuchen einfach nur in solche Shows zu kommen. Überrascht mich das? Nein. Finde ich schade, dass der geht? Irgendwie schon. Ist es okay, dass der geht? Auch irgendwie schon. Was sagt ihr? Gerne unten in die Kommentare. Und ich würde mir halt wünschen, dass wir auch draußen wieder ein bisschen mehr Kontakt hätten. Findet seine Freundin bestimmt auch eine super Idee. Weil sie doch auch ein bisschen traurig ist, weil Ryan weg ist. Ja, verstehe schon, aber ist sie traurig, weil die vielleicht auf ein Comeback gehofft hat? Vielleicht hat Sina mal eine Retourkutsche verdient. Romantisch. Richtig und ich rede hier nicht von Rihanna und das hat er ja schon beim letzten Mal gedacht. Eigentlich müsste der Plan jetzt so ein bisschen vom Tisch sein, weil Ryan ist ja gar nicht mehr da. Aber da merkt man auch, El Papi und seine Gedanken, die hatten einen Plan und der will jetzt einfach ein bisschen wahrscheinlich mit Natalie rummachen, nur um Sina zu provozieren. Weil, Leute, Sendezeit. Macht ja Sinn. Bisschen Drama. Aber egal, kommen wir zu unseren Lovebirds, Ellie und Chris. Jetzt muss ich immer an Tom Gerhardt denken. Das macht mich auch komplett fertig gerade. Ich finde ihn total hübsch, attraktiv und ich liebe sein Lächeln. Das ist einfach so, das ist einfach Zucker. Und irgendwie sind die ja auch süß zusammen. Wer jetzt gar nicht mehr süß zusammen ist, Sina und El Papi. Denn kurz zuvor ist El Papi auf dem Dancefloor. Dann nimmt er sich Natalie und die beiden gehen nach oben. Und Sina beobachtet das Ganze und ist fassungslos. Leute, fassungslos. Ja, er hat mich einfach stehen lassen. Dann lasse ich ihn halt demnächst auch stehen. Boah, Sina, ihr Blick hat mich getötet gerade. Ja, mich vielleicht auch. Und jetzt bräuchten wir wieder so Nico Legert im Interview. Aber das hat mich irgendwie geil gemacht. Da ist jetzt auch nicht viel dabei, kurz zu sagen, so, hey, ich bin mal kurz oben mit ihr. Hä? Nein? So geht das. Wow, der Chris, der küsst richtig gut. Also seine Küsse schmecken auf jeden Fall sehr lecker. Du küsst schon sehr gut. Und irgendwie sind die beiden schnucklig. Und so wie wir Sina gerade verstanden haben, war es überhaupt kein Problem, dass er mit Natalie oben ist. Aber er hätte ja mal wirklich sagen können, dass er jetzt geht. Das war hier respektlos. Mach doch mit einer anderen rum. Aber geh bitte vorher zu mir und melde dich ab und sag, Sina, ich wollte dir kurz mitteilen, dass ich jetzt wahrscheinlich mit Natalie nach oben gehe in den Boom Boom Room. Und ja, dann wird geboomboomt. Und Sina so, ja, viel Spaß damit. Also ich weiß auch nicht, was das für eine Art ist, weil ich bin schon so entspannt. Dann finde ich, es ist das Mindeste, was du machen kannst, mir halt wenigstens zu sagen. So, hey, ich bin mal mit dir jetzt oben. Okay, also Philipp ist oben, aber keine Sorge, er ist nicht oben ohne. Ich würde dir sogar noch viel Spaß wünschen, mit Herz. Aber sag mir doch Bescheid.
Ja, ja, was ist das für ein respektloses Verhalten? Sag doch Bescheid. Und El Papi hat auf jeden Fall Spaß im Whirlpool. Natalie sitzt auf ihm und ja, die genießen das gerade, während Sina ein bisschen schmollt und sich auch vor den Spiegel stellt und sagt, wer ist die Schönste im Land? Du, Sina. Aber oben im Boom Boom Room ist Natalie und Natalie, bam! Ich hoffe, morgen kommt ein neuer Mann rein. Ja, hoffentlich. Wenn nicht, musst du dich mit einem zufrieden geben, der Schnee ist. Nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und Markus so hackedicht schwitzend vor ihr. Ja, hoffentlich kommt morgen ein neuer Mann rein. Ich kann nicht mehr. Und dann sagt er, aber hey, wenn nicht, musst du dich vielleicht mit einem vergnügen, der schon länger da ist. Hat zwei Daumen und zeigt auf sich und lacht ein bisschen debil. Es geht mir echt nicht mal darum, dass er mit dir hochgeht, sondern dass er mir nicht einfach Bescheid gibt. Und von daher kann auch sein, dass er mich einfach eifersüchtig machen möchte. Weil ich bin mir sicher, dass er nachher wieder ankommen wird oder morgen spätestens. Könnte ich mir auch vorstellen, aber El Papi hat auf jeden Fall mehr als eine Hand voll zu tun gerade. Und ja, der genießt es schon, aber ich glaube und befürchte, so wie sie es gesagt hat, hat auch viel gerade mit Drama zu tun. Denn eigentlich hat er sich ja gar nicht für Natalie interessiert. Und das Erste, was er wirklich zu ihr gesagt hat, Ryan wollte nicht mit dir kuscheln? Ja, komm, dann kuscheln wir ein bisschen. Und Natalie wieder so wie in Folge 2. Flirte doch mit mir und hat er diesmal tatsächlich. Ich fand's voll assi, dass du einfach da an mir vorbeigelaufen bist und nicht mal irgendwas gesagt hast. Ja, was soll ich denn machen? Ja, so, hey, ich geh kurz hoch. Hab ich halt auch keinen Bock mehr und da geht's nicht mal darum, dass ich eifersüchtig bin oder dass es irgendwie Spaß hat. Und Sina ist komplett am Ausrasten und eifersüchtig hoch 1000. Und deswegen sagt sie nochmal die ganze Zeit immer das Gleiche, um irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass sie nicht eifersüchtig ist. Ey, Leute, eigentlich ist mir egal, aber du hättest ja wirklich mal Bescheid sagen können. Was macht das für einen Unterschied? Du siehst es doch, egal. Aber kommen wir mal wieder zurück zu Markus und seiner Nele und Markus gibt mir jetzt so ein bisschen Kevin allein zu Hause Räuber-Vibes. Machst du ihm Vorwürfe, dass er gegangen ist? Nö, nö. Ja, aber was ist dann dein Problem? Sag auch nicht so viele Sachen, die hier einfach nicht mal stimmen. Ich hab Nele, doch in bitte. Art und Werd Weise. Erwachsen. Also ich versuche gerade wirklich, mich zu beherrschen. Und es kippt gerade so ein bisschen. Ich glaube, Markus hat hier und da schon einiges getankt. Und der schließt die Augen und dann wird ihm immer wieder bewusst, was Nele da gerade gesagt hat. Und das ist jetzt halt das Ding. Ist es alles wahr? Hat sie so ein bisschen übertrieben? Stimmt das Bild, was sie von ihm zeichnet? Und irgendwie, er kann es nicht ganz so glauben. Niemand schiebt so einen kranken Film wie diese Alte. Aber nicht Alte, macht normal so, nicht Alte jetzt. Hey, hey, Jungs. Was ist mit euch los? Jeder ist entspannt, nur du nicht. Ich hätte deine irgendjemand gezeigt und gesagt, haha, ich finde dich geil, dafür musst du nicht mal bezahlen und so eine kranke Psycho-Scheiße. Das haben wir auch gehört vorhin. Das haben wir auch gehört, ja. Ich glaube ihr kein Wort, ne? Ihr? Ich weiß auch nicht. Und es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, sie übertreibt auf jeden Fall. Aber dass der solche Sprüche macht, solche kleinen Dad-Jokes wie so, geil, und ich habe sie noch nicht mal bezahlt. Wer macht mit mir High Five? Hundertprozentig, dass der die jetzt runtergezogen hat, allen präsentiert hat in seinem Freundeskreis, kann ich mir nicht vorstellen. Dass der die hart untergebuttert hat, weiß ich nicht, weil Nele kommt jetzt nicht so rüber, dass sie sich so hardcore unterbuttern lässt. Denn man merkt ja, mit jedem Satz hat sie einen Konter parat. Das glaube ich nicht zu 100%. Aber dass der natürlich komplett selbstverliebt ist, ja, das sicherlich. Das stimmt einfach das nicht. Das ist ein kranker Vorwurf. Nele, hör mal auf. Hat der denn jetzt deine gezeigt oder nicht? Nein. Ach so, okay, gut. Aber ich habe es auch so verstanden. Ja, genau, ja, du hast irgendwie runtergezogen. Dass er dir das so runtergezogen hat, meinte, wow, guck mal. Hat sie das aber nicht gesagt? Okay, man kann es zumindest so verstehen. Runterziehen, vielleicht nicht komplett entblößt, aber runtergezogen im BH. Was war denn jetzt los? Also jetzt bin ich auch komplett into it. Runtergezogen, nicht runtergezogen, aber runter. Ah, runtergezogen, aber nicht runtergezogen. Get it? Also wahrscheinlich schon das Oberteil, was natürlich auch nicht geht, aber so richtig klar wird es den Kandidaten, die da jetzt sitzen, nicht, was da los ist. Außer Ellie, die hat seit 3 Stunden die Raucherecke nicht verlassen. Die beobachtet das aus der Ferne und sie weiß schon, irgendwas stimmt nicht mit dieser Nele. Ich check das direkt, wenn jemand spielt, ne? Wenn jemand so eine Show macht, ich check das so gut. Das war dein absoluter Lieblingsspruch. Ich hab sie nicht bezahlt. Ich hab nichts anderes zu tun. Ja, lass mal rein. Weil ihr dreht euch im Kreis gerade. Ja. Ich will einfach nur nach Hause. Ich geh jetzt hoch, ich sag, ich geh jetzt nein, nein, ey, Markus, nein, hey, Markus. Ich schwör's dir, ich pack das nicht. Das Markus, warte auf mich. Warte auf niemand, ich geh jetzt nach Hause. Und wer da so süß gerufen hat, warte auf mich, war nicht Nele. Das habe ich im Trailer so gesehen. Ich dachte, Nele läuft ihm hinterher, was auch ein bisschen skurril gewesen wäre. Es ist Ellie. Ellie, die den Durchblick hat, versucht ihn jetzt so ein bisschen runterzubringen, aber Markus ist nicht aufzuhalten. Der ist on the run wie Forrest Gump. Jetzt? Er will jetzt nach Hause gehen? Ja, bitte.
Lass mal reden. Ich will nach Hause. Oh mein Gott, schon sehr viel hoch. Oh mein Gott, da kommt, oh mein Gott. Nächstes Mal. Ja, und damit endet diese Folge. Was sagt ihr? Was sagt ihr zu dem Rauswurf von Ryan? Es war ja eigentlich mehr oder weniger ein Rauswurf. Findet ihr das gut? Wird das diese Staffel besser machen oder nicht? Kommt natürlich drauf an, wer da noch reinkommt. Aber ja, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Das war's jetzt aber wirklich. Wir sehen uns schon bald wieder. Euch nur das Beste. Bis dann. Ciao!